gut. Es war so, dass drei Sattelzüge ineinander gefahren sind, und zwar war wie so oft der Rückstau vor der Grenzkontrolle bei Rottal. Ein dritter LKW hat es anscheinend übersehen und ist ungebremst auf den letzten stehenden LKW aufgefahren. Beim Ausrucker haben wir schon gesehen, dass die im Vollbrand steht. Wir haben dann gleich einen Erstangriff mit Atemschutzträger gemacht, damit das Wohnhaus bzw. die Gaststätte nicht, da die Flammen nicht übergreifen. Da hinten ist Wasser, also ist schwierig, weil wir da wenig Wasser haben, eigentlich gar keins. Also die nächste Weiher ist ca. so 500 Meter weg, aber der ist nicht besonders groß gewesen. Jetzt haben wir jetzt einen weiteren Weiher mit ca. 600 Meter. Und da gehen jetzt zwei Förderleitungen weg und ein Hydrant, der ist ungefähr nur mal so 150 Meter weiter. Ja, wir haben einen Außenangriff, haben wir von der Rückseite haben wir Brandbekämpfung gemacht und die Vorderseite haben wir die anderen Gebäude und Stallungen, wo Pferde drinnen, haben wir abgeschirmt. Die und der Bruder haben wir festgestellt, dass da eine massive Rauchentwicklung ist, und haben sofort den Alarm ausgelöst, bevor der offizielle Alarm ausgegangen ist. Und waren wir dann gleich mit dem Fahrzeug da. Beim ersten Treffen war der linke Teil der Maschinenhalle bereits im Vollbrand. Wir haben nur mehr geschaut, ob wir das Stallgebäude retten können. Die Löschwasserversorgung ist ja da recht gut. Es ist unendlich viel Technik eingebaut. Ja, zum einen die ganz gewöhnlichen Sachen, wie man es kennt, zur Brandbekämpfung, aber auch zur Höhenrettung bzw. zur Tiefenrettung. Bei verschütteten Personen kann man es auch mit einsetzen, wo man jetzt zum Sichern muss, zum Vorhalten und Rückhalten. Und für so ein Fahrzeug, für das ist das Fahrzeug dann eigentlich ausgelegt. Und für unsere Verhältnisse bei uns im Kurgebiet ist das genau das Richtige, was wir bei uns da brauchen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde. Und die ersten Kommandanten, Roland Marek. Auch die Gründung
Der Feuerwehr Endling ist daraus hervorgegangen, weil es immer wieder mal einen Brand wo gegeben hat und man war eigentlich nicht so richtig organisiert. Wer hat was, wer bringt welche Eimer mit, wenn es zum Löschen gegangen sind, die damaligen Vorfahren, dann haben die gesagt, wir gründen eine Feuerwehr und haben sie dann bestimmte Sachen angeschafft, die zentral gelagert worden sind. Ja, das ist ein Hobby, glaube ich, für viele Feuerwehren. Ein großes kameradschaftliches Hobby, wo man einfach das Miteinander pflegt, über den normalen Pflichtdienst, Übungen, Ausbildung und Einsätze hinaus. Und es macht einfach Spaß. Damen und Herren, in den einzelnen Jugendfeuerwehren des Landkreises Passau, geschätzte Führung. Die Jugendlichen haben einfach nicht mehr die Zeit, die Freizeit zur Verfügung. Ganztagesschulen, das Angebot grundsätzlich, das draußen in den Gemeinden vorherrscht, führt dazu, dass einfach wenige Gruppenstunden gehalten werden können. Das Wunderschöne an der Geschichte ist, dass sie das, ja, wie bei einem Friedenslicht oder bei einer Flamme halt üblich ist, dass sie das verbreitet hat und dass jetzt mittlerweile aus dem Landkreis Passau und ich glaube sogar darüber hinaus Feuerwehren zu uns kommen und mir das Friedenslicht weitergeben dürfen. Es ist einfach schon eine Tradition, über 30 Jahre das Friedenslicht hier in Schering bei unseren Kameraden und Nachbarn abzuholen.